Hey Siri! Wie ist das Wetter heute? Im Moment regnet in Enhutsuhu und es sind 24 Grad. Laut Wetterbericht soll es bewölkt sein und am Nachmittag regnen. Die Temperatur fällt von 24 Grad diesen Morgen auf 20 Grad heute Nacht. Gut so? Here we go again. Also heute perfekt zum Abreisen. Es ist wieder sehr regnerisch. Es hat super gepasst. Gestern der einzige volle Tag, den ich hier hatte, war das Wetter perfekt gewesen. Tag der Anreise, Tag der Abreise. Es ist sehr bewölkt und regnerisch. Gestern Abend, nachdem ich dann zu Hause war und alles transferiert habe, geduscht habe und so weiter. Nein, das war eigentlich schon den ersten Abend. Ich muss ganz, ganz von vorn ausholen. Also am ersten Abend, als ich angekommen bin und auch das gleiche Programm hatte, Abendmahl mit Kollege Hausherr hier, Dusche und Sachen transferiert habe, habe ich dann hier abends in der Lobby zwei spanische Senioritas kennengelernt, Maria und Alba. Maria arbeitet, macht ein Praktikum in Shanghai. Alba ist jetzt einen Monat zu Besuch hier in China. Und wir haben uns dann halt ein paar Geschichten ausgetauscht, unserer Reise. Also sie sind auch schon viel gereist und wir haben uns ein bisschen unsere Reisegeschichten ausgetauscht. War ein ganz netter Talk, wie man das so sagt. Also wir haben uns ewig lang unterhalten. Also die Mädels, die haben auch ordentlich Bier weggezischt. Die spanischen Mädels, das haben sie mir auch erklärt, die trinken sehr gerne Bier und davon sehr viel, also die haben einen ordentlichen Zug drauf gehabt. Und jedenfalls ging das die ganze Session auch ziemlich lange, also da war ich auch erst halb drei im Bett dann gewesen, weil wir uns so verquatscht haben. Und ich hatte ja auch gestern in dem Vlog angekündigt, in der Intro-Sequenz, dass ich eigentlich mit dem Rade unterwegs sein sollte, also heute wird gewandert und geradet. Das mit dem Raden ist ja ausgefallen, weil nur ein paar Minuten bevor ich losgestartet bin, das hat mir dann im Nachhinein die Hotelangestellte hier erklärt, haben sich die beiden Mädels die Fahrräder geschnappt. Dementsprechend hatte ich keinen Fahrer zur Verfügung. Und gestern Abend dann das gleiche Programm, nach dem Abendmahl, Dusche und wieder Daten transferieren, war ich dann nochmal ganz spät abends aus gewesen. Ich würde eigentlich nur einen Nachtspaziergang hier machen, ein bisschen die frische Luft und die Stille genießen bei Nacht. Hab dann aber einen Barbecue-Stand gefunden, da habe ich dann noch ein bisschen diniert, das war richtig, richtig toll. Also ich liebe diese Barbecue-Geschichten, das ist einmalig lecker und toll, immer einfach da so auf der Straße zu sitzen. Finde ich super toll. Und dann, als ich wieder zurück ins Hotel gekommen bin, das war dann auch schon halb eins gewesen oder so, waren wieder Maria und Alba hier und haben ordentlich Tischtennis gespielt. Dann habe ich mit dem Bein noch Tischtennis hier weitergespielt. Wir haben Chinesisch gespielt, dann zu dritt. Das war zwar nicht super cool, aber es hat Spaß gemacht. Und da sind wir dann auch erst wieder um zwei, halb drei fertig gewesen. Da war ich wieder um drei im Bett. Dementsprechend auch sehr spät aufgestanden. Jetzt ist es auch schon, glaube ich, fast um eins. Ich weiß noch nicht so richtig, was geht heute. Ich muss auf jeden Fall um fünf zurück sein hier, da ich dann um sechs in Beijing sein muss, weil da geht dann mein Zug halb sieben zurück nach Hangzhou. So sieht jetzt erstmal der Plan aus, aber was jetzt momentan gerade geht, habe ich absolut gar keine Ahnung. Ich bin jetzt mal raus aus dem Dörfchen gefahren und dann auf der Straße habe ich so einen kleinen Feldweg entdeckt, den bin ich dann einfach mal gefolgt. Da ging es jetzt die ganze Zeit berghoch, berghoch, berghoch in den Wald hinein und da bin ich dann jetzt hier gelandet.
Bin auch mal den Weg da hinten entlang gegangen, aber da ist dann auch nach, naja, so 200, 300 Metern ist dann da auch Feierabend, weil das ist ja eigentlich nur Baustelle. Hier kam nämlich auch gerade schon ein Kollege an. Die holzen hier halt die Bambusbäume ab. Was für ein Knochenjob, was die hier machen. Unglaublich. Eine große Kamera zur Hand. Oh, ist das ein ekliges großes Vieh. Wow. Zurück am Ort des Geschehens, der denkwürdige Ort, an dem ich das erste Mal in meinem Leben meine Drohne gecrashed habe. Da drüben war es. Also nicht ich selber habe sie gecrashed, es war der Verfolgenmodus, der einfach nicht funktioniert hat. Aber glücklicherweise ist alles gut gegangen, also den 2-Meter-Sturz sehr gut überstanden. Diesmal ein Lob an DJI, auch wenn ich damals in Huangshan sehr böse auf DJI war. Fernab davon, ich bin jetzt halt mit meinem Radl hier schön rumgeradelt. Ich bin mit meinem Rad schön rumgeradelt. Große Strecke jetzt hier gemacht. Mir tut extrem mein Arsch weh, weil der Sattel von dem Fahrrad, also das Fahrrad ist so an sich okay, aber der Sattel ist so hart, unglaublich. Also ich habe große Sitzprobleme. Es tut richtig weh. Es ist aber schön, das Ganze mal so zu sehen, die kleinen Häuserchen, die Dörfer hier so. Also es ist wieder ein guter Ausflug gewesen hier jetzt nach Moganshan. So heißt diese Berglandschaft, das Örtchen, wo ich halt nachher wieder hinfahre, das ist Dejing, das ist halt die nächstgrößere Stadt. Und ich finde das aber eigentlich auch gut, dass das so verregnet ist. Ich mag das eigentlich, diese Wolken, dieser Nebel, das gibt dem Ganzen immer so was Mystisches, so in den Bergen, ich weiß nicht. Und dann noch diese ganzen Bambuswälder, also die Bambuswälder, die faszinieren mich echt. Ich düse jetzt zurück zum Hotel, es ist schon nach 4, es ist nochmal ein Stückchen. Und dann hole ich mir mein Schiffo, mein Didi-Fahrer. Ich bin an der Bahnstation angekommen, der Taxifahrer, naja, hat mich wieder halb abgezogen, aber ist okay. Jetzt geht's los. Boarding. Wir sehen uns in Hangzhou. Die wundern ja extrem rum, dass sie einen Ausländer drin haben, ja. Was ich ja eigentlich sagen wollte, fasziniert mich immer wieder an China. Hier selbst in diesem kleinen, dreckigen Zug hat man Free Wi-Fi. Super Sache.
in der Haus. Wieder zurück im Apartment. Es ist jetzt 8:30 Uhr durch. Ich muss jetzt noch Wäsche waschen, weil eigentlich bräuchte ich ein paar Sachen morgen. Ich hoffe, dass das auch bis dahin trocknet. Ich glaube es nicht, aber ich drück mal die Daumen, dass das klappt. Und ansonsten kann ich nur sagen, Beijing, Hongan, Shantrip war schon mal sehr gut die ersten 3 Tage jetzt. Morgen früh geht es dann weiter in den Westen Hangzhous zu den 1000 Inseln. Bis dahin, macht's gut, wir sehen uns. Tschüss.